Okay, jetzt geht weiter mit Let's Play von Soldado Robo. Ach, Mann, es geht einfach mal weiter. Die Schwarzkatzenbande von diesen Piraten, Himmelpiraten, habe ich noch nie was gehört. Ich schon. Die sagten, sie kämen aus dem fernen Königreich Prairie oder so. Wenigstens haben wir alle gestohlenen Sachen zurück. Oh, vielen Dank. Hey, das haben wir nur meinen genialen Schlussfolgerungen zu verdanken. Halt die Fresse. Wirklich? Nein. Genial daneben liegende Schlussfolgerung vielleicht. Ach übrigens, wer hat Ihnen eigentlich diesen Ring gegeben? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Okay, na gut, lassen wir das. Danke. Damit ist der Fall abgeschlossen. Aber wer weiß, wo der nächste auf uns wartet. Lass uns gehen, Frito. Ich komme. Anscheinend hat er keinen Bock auf die. Okay, wer hat schon sonst Bock auf sie? Keiner. Vielleicht ein Pädophiler. Die ficken ja jeden und jedes andere. Egal. Das will ich nicht weiter vertiefen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Okay, jetzt kommt die nächste Mission. Ja, komm. Ach ja, das war... Ach, jetzt muss ich wieder zurück. Okay. So. So, zu Asmodeus, nächstes Ziel. Shetland. Okay. Ich dachte, ich habe schon alle Missionen da gemacht. Vielleicht wieder mit der Mine und den Typen, der alles exportieren lässt. Hier sind die Quests, die du derzeit annehmen kannst. Frachteskorte die zweite. Mein Frachter benötigt Schutz vom Himmelpiraten. Bitte komm zum Hafen. Alman, ach, die Schwuchtel ist wieder da. Noch ein Jobauftrag von Alman. Der Typ ist echt zu anstrengend. Bitte sprich mit Alman Hafen, um Näheres zu erfahren. Also, naja. Hat sie guten Tag gesagt? Vielleicht habe ich mich auch gerade verhört. Und da ist er ja. Hallo, haben Sie wieder Probleme mit Piraten? Wie? Ganz recht, es ist noch schlimmer als sonst, Moppel. Mir schlottern schon die Knie, dass ich kaum noch stehen kann. Wenn es wieder die gleichen bekloppten Himmelpiraten sind, werde ich locker mit ihnen fertig. Oh, das wäre zu schön, aber es wird allmählich Zeit für den Abflug. Aber wenn wir erstmal unterwegs sind, musst du auch bis Erdel mitkommen. Bist du bereit? Ja, komm. Ich bin allzeit bereit. Wie? Und ich bin auch fertig. Los geht's. Jetzt kommen diese komischen Piraten da. Das ist doch mal luxuriös. Hm, hier passiert eher rein gar nichts. Boah, mir ist mir langweilig. Komm schon, hier immer Piraten. Kommt dann, pack dich doch. Mir wäre es lieber, wenn sie wegblieben. Ja, das wäre wahrscheinlich das Beste. Oh, was ist denn das? Guck mal, hier sind Kanonen. Wo kommen die denn her? Ich habe mir ein bisschen extra Schutz zugelegt, falls die Piraten wieder angreifen wollten. Dann sollten. Oh, fett, kann ich sie mal ausprobieren? Aber Moppel, das ist doch kein Spielzeug. Er hat recht, sei bitte vernünftig, Red. Bin ich doch. Ich bin super vernünftig. Moppel. Ist sehr gut, ich hab's kapiert. Ich soll nicht mit gefährlichen Waffen spielen. Ach, das meine ich nicht. Die Piraten. Was sind das jetzt für Piraten denn? Sie sind wieder da. Hehe, na endlich, hab schon auf euch gewartet. Die Stimme kenne ich doch. Und nicht du. Ich hab's geahnt, du schon wieder. Es passiert wie die Faust aufs Auge, das ist unsere Chance auf Rache. Ihr seid doch die bekloppten Piraten vom letzten Mal. Ihr gebt auch nicht auf, oder? Bekloppt? Du bist doch nur ein kleines Gör. Ich dachte, es ist ein Junge. Diesmal bekämpfen wir mit harten Bandagen. Also Männer, ich habe einen Plan. Wir schießen sie ab. Chef, was ist mit der Fracht? Ach, zum Fellbar mit der Fracht. Den Verlust können wir verschmerzen. Red, ich glaube, die wollen einen Totalangriff starten. Das glaube ich auch. Ey, Alman, darf ich ihren Kanonen jetzt benutzen? Gegen die Piraten, aber sicher, schieß los. Weißt du, wie man sie benutzt? Nicht ansehen. Thank you.
Ballerspiel jetzt hier. Bisschen ballern macht Spaß. Komm. Ist bald vorbei. Oh. Schießt auch die kleinen Schiffe ab. Komm. Du Dreckiger. Ich falle jetzt hier einfach mal rum. Sie können das Feuer nicht mehr erwidern. Wir haben schon wieder verloren. Nein, stopp, ich bin hier der Chef. Ich kann nicht einfach aufgeben. Haltet Stand, Männer. Erhebt euch, das ist unsere Chance, die alte Rechnung zu begleichen. Er will immer noch kämpfen, nachdem wir ihn auf die Mütze gegeben haben. Chef, im dritten Hangar ist ein Feuer ausgebrochen. Unser Heckruder ist beschädigt. Die Steuerung ist ausgefallen. Dann macht es mit eurer Muskelkraft wieder wett. Ach komm schon, das war ein guter Versuch ab. Aber nun gib endlich auf. Wir sind am Ende. Wir können kaum noch fliegen. Dann bleibt uns nur noch eins. Die Flucht nach vorne. Weg vom Feind. Für heute kommst du nochmal davon. Aber wir werden uns wiedersehen. Verlass dich drauf. Nee, kein Bock drauf. Sie lernen es nie, oder? Ich hatte solche Angst, aber die Piraten auch. Dank dir, Mappel. Ich dachte, ein klarer Schlag von der Burg... Bug würde ihnen endlich das Handwerk legen. Wie rabiat, aber so mag ich's. Hihi. Au. Kleine Schwuchtele. Und ich will jetzt mein Geld und abhauen. Und wieder mal sind wir sicher angekommen. Danke. Hier ist deine Belohnung. Zu viel Money. Danke. Oh yes, ich würde dich gerne für eine weitere Zusammenarbeit hier einstellen, Moppel. Oh nein, auf keinen Fall. Ich glaube, ich bleibe lieber Freiberufler. Ach, wie schade. Bis dann. Ich weiß auch wieso. Ihr wisst alle warum. Mit ihm hier würde er ein Jungfer werden und nicht auf die gute Weise. Er würde der Catcher sein und Allmann der Pitcher. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und das ist nicht gut für einen Mann. Oder für einen Hund. Ich glaube, er ist ein Hund, oder? Nicht als Beleidigung, aber von der Rasse her. Denke ich jetzt mal. Aber später kommt so eine komische Verwandlung, das werdet ihr noch sehen. So. Sehen wir mal, ob ich jetzt irgendwas kaufen kann. Okay. Ich habe mal raus. Okay, so. Kabine. Audio, Musik komponieren. Wie viel fehlen mir noch? Okay. Ach, wie sieht diese Bibliothek aus? Ich habe ja sehr viel gemacht dafür. Lebensart. Viele Sachen kaputt machen und so. Gut so. Steigert. Das kommt jetzt. Ökologie. Das wird ein geiles Spiel. Ja, das ist es. Das ist die Insel. Kapitel 7. Die Tür öffnet sich. Dun dun dun.
Die Musik ist auch hier geil. Okay, wir haben Bassett erreicht. Und was machen wir jetzt? Bassett hat keinen Bürgermeister. Wo könnte der Kristallstein also sein? In Spinnern war der Kristallstein in einem Schrein versteckt. Vielleicht sollten wir damit auf Anfang nach etwas Schreinartigen zu suchen. Gute Idee, wir erkundigen uns überall, ob es hier einen Schrein gibt. Oh, der kommt gleich zu mir. Sonnenbald. Wo ist nach... Hier gibt es bestimmt noch irgendwelche noch. Kann ich da hinten? Eigentlich könnte ich das. Ist viel zu gewöhnlich dort drüben. Geh da bloß nicht rein. Wo willst du das denn wissen, wilder Teen? Einen Schrein? Hier im Bassett? Nein, ich glaube, sowas gibt es hier nicht. Okay. Das Spiel, also in dieser Welt, ist es was Innovatives. Also, was man da machen kann. Ja, neue Quest und so. Oh, ich habe da was gesehen. Komm. So. RB-Kristall, okay. Wie? Ein Schrein, nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht weiß Kuli was. Geht ihr nach rechts? Kuli sollte sich irgendwo auf dem Angelsteg. Ja, da gehen wir gleich hin, aber erstmal ein bisschen erkunden. Okay. Einmal hier rein und das dann laden, oder? Willkommen. Kaufen. Okay, so sieht die Form aus. Ich kaufe einfach mal jetzt zur Sicherheit. Okay. Anpassen. Schau mir das mal an jetzt. Oh, okay. Ich muss ein bisschen Platz dann hier schaffen. Bevor ich das irgendwie richtig machen kann. Okay, runter. Oh, ein bisschen Musik. Und du? Das ist ein ziemlich heller Sonnenuntergang. Ach, danke, dass du es mir erzählst. Okay. Diese Welt mag ich bisher am meisten, weil hier gibt es auch so geile Dinge zu machen. Okay, Kristall, okay. Damit haben wir das alles hier untersucht. Ich frage mich aber trotzdem, warum er nicht einfach runterspringt. Das ist ja nicht mal so hoch. Nee, so 3 Meter. Ja, okay. Wir müssen gleich mit dem Mann da reden. Habt ihr schon mal Kuli gefragt? Er weiß alles über die Stadt. Geht denn da was runter? Ja. Okay. Mit den Typen, mit den ganzen Menschen reden wir später mal. Ich werde erstmal alles hier untersuchen. Weil später habe ich nicht so viel die Zeit dafür. Kiste? Ja. Wir sind irgendwelche Räuber, aber trotzdem. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Okay. Ich nehme mal diese Audiodatei damit. Okay, 100 Punkte. Ist der richtige Räuber hier geworden? So. Okay. Das ist jetzt ein Part, wo man jetzt eigentlich alles untersuche. Okay, damit haben wir das auch.
Okay, so runter. Robo, wo bist du? Danke. Ah, jetzt kommt der Ort. Da oben können wir noch nicht hin. Dieser Ort ist gefährlich. Da haben wir den Eingang mit einem Schlüssel versperrt. Direktorin Freisier. Ich kenne das Spiel immer mit dem verlassenen Stück, obwohl ich ihn doch verboten habe. Da sind halt Kinder so. Das sind Kinder. Okay, da kommen wir sowieso später hin. Und da treffen wir einen alten Bekannten. Keine Messenger werden ihn bestimmt wiedererkennen, wenn ich ihn das ihnen zeige. Doch, das werde ich auch. Und alle Leute, die bei Final Messengers LP dazu geguckt haben bei diesem Spiel, wissen